Weiter geht's bei Fußballmanager 2010. Letztes Mal waren wir stehen geblieben bei der WM-Qualifikation. Genau, bei der WM-Qualifikation. Wir haben jetzt noch irgendwie eine rote Nachricht. Das bestimmt die Leistungsbericht Nationalspieler. Genau so ist es. Schauen wir uns natürlich mal an. Der Joris Matthijs hat ganz gut gespielt, Note 2,5. David Rosner hat eine Note von 3,5 bekommen. Okay. Der Thomas Ringhorn hat durchgespielt, Note 3,0. Der Piotr Tuchowski hat auch durchgespielt, hat ein Tor geschossen und Note 2,5 bekommen. Markus Beck wurde bloß eingewechselt und Griechenland hat gegen Israel verloren und Samaras hat gespielt und bloß eine 3,5 bekommen. Also nicht unbedingt das beste Ergebnis für mich, zumindest für meine Jungs, außer Joris Matthijssen, der konnte, hat sich vielleicht jetzt wieder ein bisschen in Form geschossen, sage ich jetzt einfach mal. So, du hast nichts hier für mich zum Verbessern. Zweite Mannschaft hat wieder ein kleines bisschen was zum Verbessern. Und da, so, ihr verbesserst dich auch nochmal. Und du verbesserst dich. Wo kannst du dich verbessern? Hier in der Ballkontrolle verbesserst du dich mal. So, jetzt zunächst das Spiel gegen Leverkusen an. Also ein eher recht schwieriges Duell. Ob ich jetzt noch nicht mal weiß, auf welchem Platz die stehen. Die stehen momentan auf Platz 10 nur. Na gut, das soll jetzt nichts heißen. Wir können genauso gut wieder schnell auf 10 abrutschen. Und Atsuto Uchida. Ja, du verbesserst dich wenigstens einmal. Oh, für dich stellen wir mal einen Dolmetscher ein. Damit du überhaupt verstehst, was ich von dir möchte. Und du. Da kommt das hin. Das kommt da hin. So. Da haben wir schon wieder Sonntag. Mein Gott. Nee, Samstag. 17. Oktober. Und gucken, zweite Mannschaft. Was war denn da? In der zweiten Mannschaft muss eigentlich, glaube ich, noch aufgestellt werden, oder? Da ist eigentlich soweit. Nö. Da ist eigentlich ganz okay. Da kann es so bleiben. Erste Mannschaft. Da ist der Elia verletzt. Der fehlt ja wegen einem Außenbandriss noch für 2 Wochen. Gut, dafür kommt der Marcel Jansen mit. Spitz linker Mittelfeld. Petrović geht ins rechte Mittelfeld zurück. Dann Petrović kommt wieder rein. Oh, Joris Matthijssen ist aber noch ganz schön ausgepowert. So, bleiben wir erstmal so. Lecpora bleibt auch erstmal drin. Uchida bleibt vorerst nochmal auf der Bank. Auch wenn du natürlich die letzten Spiele durchgespielt hast, immer bleibst du heute mal auf der Bank. Und wen nehmen wir denn noch mit? Nehmen wir den Robert Tesche mit. Oder nehmen wir den Markus Berg mit? Ne, wir nehmen den Robert Tesche mit. Ein bisschen was fürs Mittelfeld tun. Frank Kroos bleibt im Tor, das ist okay. So, Jerome Boateng, auch wenn seine Form noch nicht wieder ganz so gut ist, spielt trotzdem. Speichern und der richtigen Spielstand natürlich auswählen. Und dann können wir gleich schon mal loslegen mit dem Spiel. In der Hoffnung, dass es vielleicht mit einem Sieg enden wird. Ausgeglichene Mannschaft, denn 810 zu 810. Und wir gleich schon mal mit der ersten Chance. Ein Unentschieden, glaube ich, würde mir eigentlich mit am besten hier gefallen. Weil gegen Leverkusen möchte ich nicht unbedingt verlieren. Und es scheint mir auch ein ausgeglichenes Duell zu sein, zumindest bis jetzt. Petric für gefährliches Spiel. Du, Petric. So darf es aber nicht sein. Der Bremen.
da auf Platz 3 jetzt hoch. Bei Leverkusen schon mit 14 Gegentoren, ist schon ganz schön viel. Glaube ich, fast die meisten mit der Liga. 18 hat Schalke. Und Tor! Sehr schön. Petritsch. Wer sonst außer Petritsch? Und Bradley macht die Vorlage. Sehr schön. So gefällt mir das. Eins zu null. Na gut, das Spiel ist noch eine Halbzeit erst weit oder arm, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Jetzt holt sich erstmal Arturo Vidal eine gelbe Karte ab. So, erstmal ist Halbzeit. Petrusch ist bisher der einzigste mit einer Karte, aber auch eigentlich der beste Spieler bisher. Auch mal motivieren das Mittelfeld. Frank Rost motivieren wir auch mal. C. Roberto motivieren wir. Lok Porra motivieren wir. Ich hoffe, hat der eigentlich bisher gespielt so. Noch nicht wirklich oft. Aber mal schauen, der Junge ist noch jung. Und jetzt passiert noch nichts Neues. Jetzt mal eine Chance. Aber über die Latte. Achso, ah, Ecke. Ja, doch keine Ecke. Okay, gut. Welches Team wechselt zuerst aus? Ecke auf jeden Fall, eine Ecke. Und das scheint es noch nicht mal ausverkauft. 6000 Plätze sind noch immer frei. Schade, Jungs, da wäre schon, wenn ihr noch das zweite Tor schießt. Aber es Freistoß natürlich für Leverkusen. Und die machen natürlich das Tor, was typisch ist für den Fußballmanager. Der Gegner darf sich alles erlauben. So, wer wirkt denn jetzt ausgewechselt? Die Truppe geht raus. Dafür kommt der Robert Tische. Und gleich mal wieder runtergefallen. Um 2 Plätze von 4 auf 6. Wohin mit dem Piotr Tarkowski? Ach, der sitzt auf der Bank. Ach, da. So, die haben schon dreimal ausgewechselt. Na. Kein Tor, Leute, kein Tor. So geht das nicht weiter. Ihr müsst mehr Tore schießen und weniger hätten reinbekommen. Aber unsere Heimbilanz ist einfach nur scheiße auf gut Deutsch. So, jetzt kommt Samaras rein für Petritsch und ich glaube, sonst werde ich hier nicht weiter auswechseln. Weil ich hinten die Verteidigung jetzt nicht durcheinander bringen möchte. Und ich finde, Samaras jetzt noch ein Tor schießt, warum nicht? Macht allerdings nicht und es bleibt beim 1 zu 1. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Chancen 6 zu 5, na gut, von den Chancen her ist es ausgeglichen, denn. Ah, der beste Torschütze der Liga, Eden Derdiok, hat wenigstens gegen uns kein Tor geschossen. Sieht eigentlich so in der zweiten Liga aus. Cottbus und Pauli, Frankfurt, Aalen, Rostock.
Abstiegsplätze 1860, Kaiserslautern und Augsburg. Oh, 1860 ist jetzt erst mit einem Punkt. Ich glaube, meine Heimbilanz ist auch übrigens scheiße. Ja, ein Sieg, mal gerade zwei Unentschieden. Dafür bin ich auswärts richtig gut, so gesehen. Wolfsburg hat sich um 7 Plätze verbessert. Louis van Gaal hätte auch gerne gewonnen, das wissen wir. Bayern hätte gerne immer gewonnen. Und jetzt am Mittwoch. Oh, am Mittwoch steht schon das nächste Spiel an gegen FC Twente. Ach du heiliger Strohsack. Schon wieder ein Spiel. Meine Jungs, die können sich ja schon gar nicht mehr erholen. Wie soll das noch hier weitergehen? So, nochmal speichern. Auf jeden Fall war es ja doch ein recht flottes Spiel, muss man ja ganz ehrlich sagen. Mal hier ein bisschen runter. Ist vielleicht nicht ganz so anstrengend, denn. Und der Dennis Aogo hat sich verbessert. So, und wen haben wir hier? Das ist der Joris, der jetzt ebenso wieder gesperrt ist für ein Spiel noch. Der Jinji Kagawa Spielstatistik. Was hast du bis jetzt noch nicht so gebracht für mich? Ja, unauffällig immer, ne, bis jetzt, ja. Gut, ich hoffe, es ändert sich noch. So, ansonsten ist hier niemand mehr, der sich jetzt noch verbessert. Zweite Mannschaft. Ach, die haben ja auch noch gespielt, ne? Tom Mickel. Haben wir den Alexander Merkel? Sprungkraft. So, ach, in der zweiten Mannschaft geht es immer so viel zu verbessern. Das finde ich mir sehr schön. Da steckt Potenzial in der Mannschaft.